Ist ja auch die Frage, wie geht es in der dritten Liga weiter? Also da wartet man ja noch auf ein grünes Licht von der Politik. Und dann ist die Frage, wie schaut es eine Liga tiefer aus? Also wenn wir in die Regionalliga gehen, dort wartet man eigentlich auf den 25. Mai, nämlich auf eine Entscheidung des DFB. Es geht eher Richtung Abbruch, zumindest wird dies ausdrücklich von den baden-württembergischen Landesverbänden empfohlen. Die endgültige Entscheidung soll dann eben am kommenden Montag beim außerordentlichen DFB-Bundestag fallen. Ein Befürworter des Abbruchs ist auch Astoria Walldorf. Die Verantwortlichen hoffen, dass die kommende Saison ab Mitte September dann startet und die Mannschaften ab Anfang August dann wieder ins Training einsteigen können. Sollte die Saison dann tatsächlich abgebrochen werden, würde Astoria seine bislang beste Regionalliga-Saison mit dem 5. Rang beenden. Ob den Top-Torjäger André Becker ab Herbst noch im Walldorfer Trikot auflaufen wird, das gilt als äußerst fraglich, werden wir aber auch gleich besprechen. An dem 23-Jährigen sind nämlich gleich mehrere höher. Und Roland Dickgieser, der sportliche Leiter des FC Astoria Walldorf, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Dickgieser, großes Warten auf den 25. Mai, aber bei Ihnen ist ja eigentlich auch so mehr die Anzeichen, dass Sie wollen, dass die Saison abgebrochen wird. Warum? Gut, wir gehen davon aus, dass die Saison abgebrochen wird und an diesem Tag entschieden wird. Ich glaube, sie sollte abgebrochen werden, auch mit dem Gedanke der Gesundheit der Menschen oder der Fußballer oder der Gäste, die dann im Spiel teilnehmen. Das Risiko finde ich ein bisschen zu groß. Und der zweite Punkt wird sicher sein, dass es bis zum 30.06. dann nicht reichen würde, alle Spiele durchzuziehen, weil wir, sage ich mal, als Regionalligist nicht Mittwoch-Samstag spielen können, weil wir auch noch berufstätige Jungs bei uns in unserer Truppe haben. Jetzt ist ja momentan bei Ihnen noch Abwarten angesagt, Stillstand. Wie geht es Ihnen, wie geht es der Mannschaft? Gut, die Mannschaft ist zurzeit noch ein, zwei Mal in der Woche im Selbsttraining, sage ich mal. Die laufen für sich selber, werden aber dann, wenn die nächsten 8 Tage rum sind, im Endeffekt dann einfach mal 6 Wochen gar nichts machen. Wir werden versuchen, dann Anfang Juli mit dem Training wieder zu beginnen, wenn alles wieder als Mannschaftstraining zugelassen ist, und gehen davon aus, dass irgendwann hoffentlich Mitte September die Runde 2020, 2021 wieder startet. Ja, und normalerweise planen Sie ja jetzt auch schon die Saison, die kommende Saison, den Kader für die kommende Saison. Das ist jetzt eben auch schwierig. Wie gehen Sie mit der Situation um? Also es ist nicht schwierig für uns. Wir haben unsere eigenen Spieler schon alle informiert, die wir halten möchten. Die Jungs haben alle ihre Verträge bekommen und verlängert. Und wir haben auch mit den Spielern gesprochen von unserem Team, die den Verein verlassen werden. Wir haben auch 3, 4 Neuzugänge schon verpflichtet. Und wir glauben, dass wir jetzt fast schon komplett sind mit der Kaderplanung. Ist da auch André Becker mit dabei, Ihr Top-Torjäger? Wie schaut es da aus? Ja, den würde man gern halten, aber ich glaube, der André hat so viele Möglichkeiten, im Profibereich jetzt irgendwo unterzukommen. Da wäre sicher FC Astoria in der neuen Saison nicht der richtige Verein für den André, sondern es muss schon zweite Liga sein. Wie ist denn eigentlich grundsätzlich auch so die Kommunikation, nicht nur bei ihm im Verein, sondern auch mit anderen Regionalligisten? Bespricht man sich da, tauscht man sich da auch aus? Ja, es gibt da immer diese Videokonferenzen zwischen den einzelnen Regionalligen, der Regionalliga Süd. Da wird sich immer ausgetauscht. Auch der Verband ist immer dabei. Also diese Kommunikation, die besteht, ist auch wichtig, damit sich die Vereine auch wirklich gegenseitig immer wieder unterstützen können. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute und wie auch immer es dann ausgehen mag. Roland Dickgieser, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön.